herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Stillsitzen, wie jetzt auf dem roten Sofa, eigentlich nicht sein Ding. Wenn er nicht gegrillt wird oder in einem seiner Restaurants kocht, tourt er durch die großen Hallen, schreibt Kochbücher oder brutzelt sich durchs Fernsehen. Und ein Starkoch, der in vielen Töpfen rührt, jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Steffen Hensler, schön, dass du da bist. Schönes Intro, vielen Dank. Haben wir Mühe gegeben für dich. Ja, das ist rübergekommen. Ja? Ja, schön, wenn es ankommt. Heute 1. Dezember, hast du ein Türchen geöffnet? Ich habe tatsächlich ein Türchen geöffnet, ja. Selbstgemachter Kalender oder gekaufter? Ja, ich mache die immer selber und habe heute eine Kaviardose drin gehabt, weil ich dachte, ich lasse es mir heute mal gut gehen. Nein, Scherz beiseite. Deine Kinder haben bestimmt einen für dich gemacht, ne? Oder sind die nicht mehr in dem Alter, wo sie dem Papa noch einen Kalender basteln? Das ist vorbei, glaube ich. Wir haben aber einen Kalender für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Oh. Und du glaubst nicht, was da heute drin ist. Ja. 3 von deinen Kochbüchern. Natürlich unterschrieben. Das hoffe ich, das dass du unterschrieben bist. Ja. Ich kann es nochmal. Ich habe gedacht, vielleicht legst du ja noch was drauf. Was meinst du? Ja, hast du da noch was rein? Ja, natürlich. Ich mache noch eine Überraschung aus meinem Shop. Okay. Machen also, wir so. Hauen wir drauf. Also, wenn Sie mitmachen wollen, dann einfach mal bei uns auf die Seite gehen. Da steht es, wie es geht mit dem Adventskalender. Und ich drücke jetzt ganz fest die Daumen. Ich meine, Weihnachten, so bist du schon so überhaupt ein bisschen in Stimmung dafür? Ja. Ich meine, jetzt mit dem Schnee, finde ich, geht's, ne? Mega. Das Wetter ist geil. Und ich bin schon ungefähr, ich sag mal so seit den so anderthalb Wochen höre ich Weihnachtsmusik. Es gibt immer so Playlisten und ich finde, Weihnachtsmusik macht total was mit einem. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn du Dean Martin hörst oder so, das ist, da weißt du, ja. Hat was Schönes. Ich bin ein großer Freund davon. Man denkt immer, das dicke Dudel, irgendwann geht es einem ja auf den Keks. Und dann hat ich schon 100.000 Mal gehört. Mariah Carey finde ich mega, das Lied. Jedes Jahr wieder freue ich mich. Also die Klassiker. Die Klassiker, ja. Und dann musst du ja auch schon ein bisschen dran denken, was du nächstes Jahr machst. Tour und so, da ist ja gar schon was zu tun, ne? Also ja, so, also ich habe... Wahrscheinlich rattert schon im Kopf. Bisschen schon. Wenn ich den Kalender angucke für nächstes Jahr, denke ich so... Wollte ich mal gucken, ne? Ich habe so ein neues Motto mir eigentlich vorgenommen für nächstes Jahr, das werde ich nicht durchhalten können. Erzähl welches? Dass ich nach 18 Uhr nicht mehr arbeite. Nach 18 Uhr? Auch im Kopf nicht? Nee, das ist ja das Schwierige. Aber, wie schaltet man den aus? Ja, gar nicht. Will ich auch gar nicht. Aber nach 18 Uhr, das heißt, wie lange ist dein Tag normalerweise? Ja, der geht schon länger, ne? Aber dann kann ich natürlich auch nicht mehr aufs rote Sofa kommen. Und deswegen ist das natürlich schon mal für nächstes Jahr. Steffen, das ist doch keine Arbeit. Ja, das ist doch Freude bei uns. Das stimmt. Ist doch keine Arbeit. Ich habe ja gehört, ich bin zum 8. Mal hier. Also anscheinend gefällt es mir hier, ne? Kriegst du eigentlich auch so ein bisschen, also Altherrenmannschaft? Nee. Ich gucke gerne zu, wenn ich Zeit dafür habe und lese auch drüber und so, aber nee. Und gehst auch ins Stadion? Also. Auch, ja, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also mal gucken, was wird. Also Daumen drücken, ne? Ja. Steffen Hensler ist heute unser Gast, Spitzenkoch, Spitzenentertainer Entertainer und Spitzentyp, wollte ich sagen. Vielen Dank. Mhm. Annika Röhrs macht Appetit auf mehr. Guck mal! Geil. Essen à la Steffen Hensler. Oh, zum Niederknien, viel Spaß. Eigenlob? Stimmt. Bei ihm immer einfach, immer lecker. Noch Fragen? Digga, ist ja klopsgeil. Wie bei Oma. Er ist... aus Leidenschaft Koch. Schon als Kind beim Vater im Restaurant mitgemischt. Mit einem Lottogewinn geht's nach Amerika. Sushi lernen beim Meister. Los geht's! Mit der eigenen Kochshow 2006 ins Fernsehen. Riechst du erstmal der richtige Essigduft? Oh Gott! Ja, Halleluja! Am Herd Feuer und Flamme. Messer scharf und ausgezeichnet. Und dazu noch eine große Klappe. Seine Fans lieben ihn dafür. Deswegen denk dran: fest kochen. Jetzt bei uns Starkoch Steffen Hensler. Da musstest du selber lachen über dich, ne? Über welche Szenen besonders? Nee, weil ich die alten Bilder sehe, wo ich noch mehr Haare hatte und so, das finde ich schon sehr launig. Und diese coole pinke Kochjacke, die hat mich ja sehr beeindruckt. Ist das dein Sommeroutfit? Oder? Nein, die habe ich ja Natascha Ochsenknecht zu verdanken, weil ich habe gegen sie gekocht bei Grill den Hensler. Es gab eine Wette, sie war in so einem rosa Outfit und wir haben gesagt, wenn sie unentschieden schafft oder gewinnt, dann ziehe ich auch mal eine rosa Sache an. Da hat sie gewonnen, da habe ich die Sendung danach komplett in rosa und da ist diese rosa Jacke hängen geblieben. Also das ist, wie sagt man so schön, Shoutout an Natascha Ochsenknecht. Ja, also sehr modisch, sehr fashion, würde ich sagen, ne? Passt so Frau Ochsenknecht. Aber weil wir hier so alte Aufnahmen gesehen haben, es ist doch tatsächlich so, dass du uns, dem NDR,
überhaupt nur deine Karriere zu verdanken hast, oder? Absolut. Hier ging alles los. Mit Rainer Sass, der mich in seine Sendung geholt hat. Ich glaube, das war tatsächlich 2003 oder 2004. Nee, 2003. Genau 20 Jahre. Wir haben 20 geguckt. Jahre, ja. Mhm. Genau, hat er mich reingeholt in seine Sendung damals. Wir haben gemacht, ich glaube, Steinbutt mit Kartoffelrollen. Er war Gast bei uns. Ja. Hat seinen damals war er mit diesem roten Kochmobil unterwegs. Ja. Haben uns ins Restaurant reingeschoben, über so eine Planke, haben zusammen gekocht. Dann gab es eine zweite Sendung mit ihm. Das war eine Ostersondersendung. Und danach kam der NDR und sagte zu mir, sag mal, du bist ja ganz lustig vor der Kamera, kannst du dir vorstellen, eine eigene Sendung? Also er hat sich sozusagen seinen eigenen Konkurrenten ins Haus geholt. Wir können mal gucken, wie das damals war, als ihr zusammen gekocht habt. Wie gesagt, das erste Mal, das ist dein allererster Fernsehauftrag, absolut, den wir absolut. Jetzt zeigen. Ja, ja. Über die kulinarische Szene hier an der großen Elbstraße wird in allen Zeitungen der Welt berichtet. Es ist wirklich so. Nicht Europa, sondern der Welt. Und genauso international ist die Küche von meinem Gast kocht heute. Und der stellt sich selbst mal ihm vor, bitte. Hallo, mein Name ist Steffen Hensler, Inhaber und Chefkoch vom Restaurant Hensler Hensler. Unser Fisch ist gleich fertig. Und wie wir beide uns fit halten, damit wir so eine Kochsendung machen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Steffen, Boxen hält den ganzen Körper fit. Wie lange hast du geboxt? 4-5 Jahre war das. Wie muss ich mich hier zum Beispiel, meine Leber schützen? Genau. Nicht nur wenig trinken und gut boxen, ne? Und genau, so runter. Ja. Zack, du knickst ein bisschen ein. Und dann, jetzt die linke. Okay, warte, jetzt geht nach vorne den Rand. Und jetzt könnte ich da auch ran. Ja, ne? Das war's, meine Damen und Herren. Wir machen weiter mit gebackenen Bananen. Das hat wirklich Spaß gemacht, bei dir zu kochen, mein Lieber. Herzlichen Dank. Tolle Teamarbeit. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Ja, war super. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich finde auch, ihr seht euch beide noch ähnlich und man spürt schon, ihr seid so, wie ihr heute auch seid. Irgendwie merkt man schon die Anlage auch bei dir, so der ne, Draufgänger so ein bisschen nach vorne. Das ist natürlich, Rainer ist natürlich, ist ja immer noch sozusagen einer der ersten Fernsehköche, einer der bekanntesten, der das auch groß gemacht hat, das Fernsehkochen selber und hat eine spezielle Art. Hier, Alter, so. Und da, gegen den zu bestehen, das war natürlich gleich eine Herausforderung. Da hast du gleich mit dem Besten da dich gemessen. Aber es war, man hat gemerkt, es hat so eine Büchse der Pandora geöffnet bei mir dann auch, dieser erste Auftritt selber, weil ich danach dachte so, oh, okay, das fühlt sich ja gar nicht so schlecht an. Vorher nie dran gedacht? Nee, nie, wirklich nie. Also Fernsehkoch war nicht in deinem Nee, gab es ja damals in der Form auch noch nicht so viele. Es gab dann, wie gesagt, es gab Rainer Sass, dann gab es so Alfons Schubeck sozusagen im Bayerischen, Johann Lafer kannte man. So, aber da war noch nicht so viel. Dann kam gerade erst Melzer so ein bisschen auf mit Jamie Oliver. Jamie Oliver und solche Geschichten. Aber das war gar nicht so. Ich dachte, das muss ich auch unbedingt machen. Das war wirklich, weil Rainer ist ja gerne zu uns essen gekommen und hat dann gesagt, komm, dich hole ich mal vor die Kamera. Und dann ging es los. Zu uns, das heißt zu dir und zu deinem Vater, Werner Hensler. Und der hatte ja vorher schon das Sternerestaurant Petit Delice. Und da war Rainer, glaube ich, auch schon mal zu Gast. Zumindest hat er dann mit deinem Vater zusammen auch gekocht. Ich weiß nicht, ob du die Aufnahmen kennst, aber hier zusammen mit Werner. Oha, okay. Was zum Petit Delice, Werner Hensler, guten Tag. Was kann ich für Sie Hallo, tun? Hallo, Werner. Wir warten auf dich hier. Wir wollen doch zusammen kochen. Wo bist du? Oh Mensch, Rainer, ich bin in meinem Restaurant. Du rufst mich ja da an, aber ich habe die Bude brechend voll. Du, das ist ganz schlecht. Mein Lieber, ich sag dir, hier gibt's die besten Tomaten der Welt. Ich werf dir schon mal eine rüber zum Probieren. Mensch, ich bedanke mich laut und herzlich. Oh, die haben ja ein sagenhaftes Aroma. Weißt du was? Ich mach das doch. Ich mach mich jetzt sofort auf die Socken und komm zu dir. Bis gleich. Alles klar, wir warten sowieso auf dich. Wir bauen schon mal unser Mobil auf. Seh zu, dass du in die Füße kommst, Werner. Rainer, ciao, bis gleich. Tschüss. Aber ich finde, wenn man deinen Vater da erlebt... Hat ein bisschen was von GZSZ gehabt, ne? Ja, es hat auch ein bisschen was. Also man merkt auch, die Tomate fällt nicht weit vom Stamm. Also ihr habt auch eine ähnliche Art, finde ich, du und dein Vater, Werner. Ja, das kann ich nicht verheimlichen, absolut. Ihr habt ja auch zusammen das Restaurant geführt. Immer noch zusammen in irgendeiner Form, oder? Ja, das Restaurant Hensler Hensler gibt es ja immer noch, ja. Genau, die anderen Sachen nicht, aber Hensler Hensler gibt es auch. Ja, und bei ihm hast du ja auch kochen gelernt, bei deinem Paps, ne? Nee, ich habe gelernt in Bargum. Naja, aber davor hast du schon mal beim Papa mitgeholfen. Nee, ich habe immer mitgeholfen, aber nie in der Küche. Ah, sondern? Ich habe immer im Service gearbeitet, immer gekellnert. Mich hat Küche nicht interessiert, tatsächlich. Geld gibt. Und dann habe ich erst in der Lehre sozusagen, da ist sozusagen die Liebe zum Kochen entstanden. Ach, aber dein Vater hatte das Restaurant, du hast also Service gemacht. Genau, genau. Und hast ich habe gekellnert, habe als Butcher mir ein paar Mark dazu verdient, habe am Wochenende gearbeitet, habe Flaschendienst gemacht, Telefondienst. Und es wurde dann immer mehr, immer mehr. Und ich sag mal so, meine schulische Leistung hat auch darauf hingedeutet, dass es eher Koch und Kellner wird als Professor. Ja, so, guck mal, ist noch was aus dir geworden. Ja, ja, ich hab's hingekriegt. Und mit Rainer hast du immer noch Kontakt? Ja. Es gibt, glaube ich, auch keinen, der so enthusiastisch, was Lebensmittel angeht. Rainer ist ja auch, wir gehen regelmäßig essen. Also wir haben jetzt in ein oder zwei Wochen unser letztes Essen dieses Jahr. Und es ist wirklich so, der lebt dieses Ganze. Und der ist auch wirklich,
Das sage ich ja immer wieder, aber es ist wirklich jede Sendung, Grillenhänsler, Melzerhänsler, wenn ich irgendwo Gast bin, am Tag danach, also bei Grillenhänsler läuft immer Sonntag, Montag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, Weißer, ruft er mich an, der sagt auch nicht Hallo, ich sag, na, ja, gestern, das war gar nicht schlecht, das fand ich gut. Und hier, der Rach hat keine Ahnung, das war doch viel leckerer bei dir. Da gibt's einmal, sagt er, wie es lang geht und dann tschüss, und legt er wieder auf. Und kannst du das immer nachvollziehen, seine Kritik? Also ist da was dran für dich oder denkst du manchmal völlig anders gesehen? Nee, er macht das jahrelang, hat ein gutes Auge, beschwert sich immer, viel zu wenig Foodbilder, ich will mehr Essen sehen. Ich sag, ja, ist auch eine Show, ja, aber egal, ich will Essen sehen. Es ist sehr launig. Also es ist wirklich, es gibt keinen, der das so lebt wie er. Ja, wir lieben Rainer natürlich auch. Und du weißt ja, dass Rainer wirklich ein treuer Koch ist, auch bei uns. Der ist von Anfang an dabei, seit 32 Jahren. Jeden Freitag kocht er ein Gericht für uns. Oder besser gesagt für Sie. Jetzt in der Weihnachtszeit gibt es natürlich einen Klassiker. Und auch das schmeckt. Da bin ich mal gespannt. Servus, grüß Gott, hallo meine Damen und Herren. Wir machen heute eine Weihnachtsgans. Eine Weihnachtsgans ist genauso wichtig wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Und ich sage immer, sie ist gut, wenn sie gut ist. Die ist hier 2,5 Stunden drin und wird wie folgt gebunden. Denn in Form muss sie sein und sie muss auch anständig gesalzen sein. Ich habe sie schon mal einmal hier eingerieben. Sie können den Vogel auch von innen füllen, wenn Sie wollen. Und das Binden zeige ich Ihnen noch mal einmal. Also so eine Schnur nehmen, vorne um die Keule nehmen. Einmal per Kreuz an die Keulen ran, den ganzen Vogel wenden, hier hinten dann zusehen, dass man den hinteren Flügel festkriegt und dann bindet man es einfach fest. Fertig. Wir machen mit Soße weiter. Ich habe hier Gänseknochen ganz einfach in Butterschmalz angedünstet. Mit einem Suppenbund. Gänseknochen bekommt man überall. Kaufen Sie Ihre Gans beim Geflügelhändler oder direkt beim Bauern, dann soll er Ihnen vom Hals und so weiter ein paar Knochen mitgeben. Dann haben Sie eine richtige Soße. Die Soße bekommt so ein ganz klein bisschen Tomate dazu. Und zwar Tomatenmark hier drauf geben. Und er muss auch gut verteilt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wird mit Rotwein abgelöscht. Möchten Sie keinen Wein, nehmen Sie einfach Traubensaft, das ist gar nicht so schlecht. Einfach Rotwein dazu, das Ganze nochmal einkochen lassen und dann wird das Ganze mit Wasser abgegossen und ich lasse es mindestens 3 Stunden kochen und dann sieht das Ganze so aus, gucken Sie sich das an. Dann wird es durch ein Sieb und durch ein Tuch gegossen und dann ist das hier der Fond. Und dieser Fond wird zum Jus reduziert. Gucken Sie sich das an. Sie können selbst bestimmen, wie stark Sie das haben wollen. Eins ist wichtig, aus diesem Fett unter der Gans kriegen Sie keine Soße. Das schmeckt nicht. Und meine Gans wird während der Bratzeit nur hier im Brustbereich immer eingesteckt, hier unten, damit das Fett abläuft. Und jetzt nehmen wir den Vogel auseinander. Ich habe ein bisschen Honig mit Wasser verrührt. Das mache ich immer in so einem Honigglas. Da sind auch schöne Reste drin, die man nicht wegwerfen soll. Und damit werden ganz einfach meine Teile hier eingepinselt und dann noch mal einmal Obergrill mit Obergrill in den Ofen geschoben. So kann ich in Ruhe auseinanderteilen. Die Leute können schon mal den Rotkohl, die Klöße, Sauerkraut holen. Und ich zerteile, gebe im Ofen, hat eine knusprige, schöne, warme Gans. Der Vogel hier bei mir war fast 3 Stunden drin. Zum Schluss habe ich die Hitze reduziert. Sie kriegen jetzt schöne Anrichtbilder. Ich esse zur Weihnachtsgans immer einen Kloß und immer geschmortes Sauerkraut mit ein bisschen Apfel und ein bisschen Butter dazu. Dann habe ich hier schon mal ein ganz, ganz bisschen Soße. Da lege ich erst ein Stück von der Brust drauf und natürlich ein bisschen was zum Knabbern. Und das ist mein Weihnachtsgänsebraten. Dazu trinkt man den besten Rotwein, den Sie im Keller haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schönen Gruß an Steffen. Das ist mein Klassiker. Und wenn du noch Fragen hast, ruf mich an. Schönen Abend. Danke, Rainer. Hast du noch Fragen, Steffen? Ich brauche ihn nicht fragen. So? Er ruft mich sowieso morgen früh selber an, wegen der Sendung. Ich frage mich, wo die Brösel waren, auf den Knödeln.
So. Rainer? Wo sind die Brösel? Wo sind die Brösel auf den Knödeln? Du kannst ja die Koch-Challenge jetzt aufnehmen, nur dass du keine Gans machst, sondern ein Schnitzel, wie so ein Schnitzel. Wir machen Wiener Schnitzel und Bratkartoffeln. Auch lecker. Weil das Sachen sind, die simpel sind, aber wo man wirklich viele Fehler machen kann. Ach, die sind ja in deinem Buch hier, 100 Klassiker, neues genau. Buch von Steffen. Yes. Und das Schöne ist, Lieblingsrezepte, aber einfach gemacht. Genau, unser Ansatz war, Klassiker kannst du nicht besser machen, aber einfacher. Ja. So. Und wir haben jetzt zum Beispiel Bratkartoffeln. Was findest du an Bratkartoffeln richtig gut? Also was, wenn die, was wenn müssen die, sein? Wenn die so wie hier, wenn die knusprig werden. Genau, pass auf. Und wenn die nicht zusammenkleben, sondern so schön für sich einzeln da rumschwimmen. Genau, das ist ja schon der große Eckart Witzigmann, hat ja gesagt, man soll die einzeln braten. Ne? Ja. Und das Entscheidende ist aber, kannst du Zwiebeln schneiden oder soll ich das machen? Mach du mal lieber. Okay, pass auf. Das Entscheidende ist, die meisten machen den Fehler. Du brätst die Kartoffeln. Erstmal musst du sie schön festkochende Kartoffeln mit Schale. Und dann darfst du sie wirklich nur 10 Minuten kochen lassen. Das heißt, wenn du sie nachher schneidest, musst du merken, beim Kleinschneiden schon, die sind noch richtig fest. Mhm. Dürfen nicht so auseinanderbröckeln. So. Aber gekocht, nicht rohe aber Kartoffeln. Gekocht. So, gibt's ja auch, aber wir machen aus gekochten. Ja. Und jetzt brate ich die Kartoffeln schön in dem Öl, bis sie knusprig sind. Und dann mache ich ja meistens noch Zwiebel und Speck dazu. Das Problem ist, sowohl in Zwiebel als auch ein bisschen in Speck ist natürlich immer Wasser drin. Mhm. So, jetzt gebe ich das da rein. Natürlich verdampft erstmal das Wasser. Und das Wasser macht natürlich meine Bratkartoffeln wieder latschig. Mhm. Deswegen brät man erstmal die Kartoffeln richtig knusprig. Dann kommen die raus. Dann kommt Speck und Zwiebel rein, bis Wasser weg ist. Dann kommen die Kartoffeln wieder dazu. Dann erst Petersilie durchschwenken. Fertig. Und ich habe gedacht, man macht erst Zwiebeln und Speck, damit schon der Geschmack so ein bisschen in der Pfanne ist. Und nimmt das dann raus. Nein, nein, auf keinen Fall. Ja, dann kannst du, so rum kannst du es auch machen. Das ist egal. Das ist wurscht. Aber auf jeden Fall getrennt. Kartoffeln und Speck und Zwiebeln getrennt. Nochmal. Ja, getrennt. Okay. Das musst du wirklich getrennt machen. Siehst du hier, ich mache jetzt schön den hier, brate die richtig schön knusprig, rauche euch hier die Bude voll. Ne? So. Und das ist wichtig. Und dann Schnitzel. Pass auf, beim Schnitzel. Du kannst auch ruhig weiter blättern, wenn du Fragen hast. Ja, ich habe mich vor allem gefragt, warum nicht Rouladen? Hier sind auch Rouladen drin. Warum macht er heute Schnitzel? Ich liebe Rouladen, aber hier sind lauter so Hausmacher. Ja, Rouladen hier in 2x5 Minuten ist natürlich selbst für mich eine Herausforderung, muss ich sagen. Okay, also Schnitzel, Kalbschnitzel. Und das ist nicht wie eine Art, sondern Schnitzel. Das ist richtiges von der Kalbsoberschale. Kannst du noch ein bisschen plattieren. Meine Empfehlung, guck mal hier, ich gebe dir ein paar Tipps für zu Hause mit. Ja. Nimmst du Plastikfolie oder so ein Ding? Ich zeige dir das mal hier. Machst du dazwischen. Hat den Vorteil, dass es schön gleichmäßig wird. Ich zeig dir das mal. Und du siffst dir nicht den Hammer voll, das Brett auch nicht, sondern haust hier auf der Plastikfolie rum. Siehst du ja selber, ne? Geht schön auseinander. Und das ist keine Frischhaltefolie und hier sind auch nicht so Dingerchen drunter. Kannst du machen, ich sehe das nicht so eng. Okay. So, kannst auch Frischhaltefolie nehmen. Okay. Und jetzt scheiden sich natürlich die Geister. Soll man ein Wiener Schnitzel vorher würzen oder nicht? Der Österreicher wird sagen, nein. Ich bin da kein Österreicher, deswegen sage ich ja. So. Und dann, pass auf, jetzt hier in Mehl. Ja. Ne? Einmal wenden, dann das Ei, auch wichtig, nicht so ganz glatt schlagen. Mhm. Also jetzt, du siehst ja hier so ein bisschen die Spur noch vom Eiweiß, vom Eigelb, einfach nur mit der Gabel so ein bisschen so. Dann gehst du hier rein, jupp, schön durch das Ei. Ja. Und dann gehst du in grobes Paniermehl, Panko, kannst auch feines nehmen. Und dann ist entscheidend, jetzt nicht anfangen, so drauf zu drücken, dass die Panade so angedrückt wird, sondern die soll von alleine halten, weil dann souffliert nachher das Wiener Schnitzel auch richtig auf. Du kannst mehrfach drehen und kannst du leicht an die Hand nehmen, aber mach es einfach so und dann legen wir es kurz zur Seite, dann kommt es gleich erst rein. Ist das das Geheimnis, dass nachher so schöne Blasen geschlagen werden? Das aufzufrieren, genau. Das kommt vom. Ist doch ein anderer Geheimtrick, dass du das Schnitzel vor mit so ein ganz bisschen Wasser eintröpfelst und das Wasser verdunstet dann unter der Panade und drückt sie nach oben. Das kann man auch noch machen. Nach welchen Gesichtspunkten hast du die 100 jetzt ausgesucht? Weil ich habe gesehen, es ist sehr viel Fleisch drin. Also so, ist gleich das erste Kapitel. Fleisch. Nee, nicht nur Fleisch, aber überhaupt, du hast auch Hähnchen und so. Also für Vegetarier ist weniger als jetzt für Leute, die so die klassischen. Nee, das war auch keine Idee von dem Buch. Das ist ein Klassikerbuch und vegetarische Klassiker sind mir bis dato nicht bekannt. Kommt vielleicht noch. Und, ist deswegen haben wir gesagt, Fleisch ist halt meistens in den Klassikern vorhanden. Ne? Roulade, Omas Kohlrouladen, Cordon Bleu, Königsberger Klopse, ein Cheeseburger. Ja. Schon Klassiker? Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Cheeseburger ist Klassiker, auch Spaghetti Bolognese ist Klassiker, solche Sachen. Aber auch so ein bisschen, wir haben auch Spargel natürlich drin, also vegetarisch ist schon dabei. Ne? Ja, und du gibst eine Garantie, nämlich die Gelinggarantie im Buch. Was heißt das? Was heißt die Gelinggarantie? Wir haben natürlich kann man dir schreiben und ein Foto machen, wenn es nicht gelungen ist? Genau, man kann mich persönlich anrufen. Hier ist meine Telefonnummer. Nein, wir haben die Texte so geschrieben, dass speziell auch Anfänger, die natürlich bei Klassikern immer denken, oh, ich soll eine Roulade machen, ich weiß nicht, dass du wirklich abgeholt wirst. Was? So einfach ist das? Und dann machst du es einfach.
Ja, und jeder hat ja das Bild von Omas Roulade oder Königsberger Klopse. Absolut, Kopf, ne? Deswegen war dieses Buch, muss man auch sagen, wirklich das Anstrengendste, was wir je gemacht haben. Das war wirklich von vorne bis hinten, bis wir die Rezepte ausgearbeitet haben, so oft Probe gekocht, dass wir gesagt haben, okay, es muss richtig passen, dass jeder wirklich sich auch abgeholt fühlt und diesen Geschmack der Kindheit auch wieder findet. Das war echt eine Herausforderung. Es gibt ein Foto, das ist euch gar nicht gelungen. Da hast du kapituliert und hast dann dieses ja, hier gezeigt. Ja, das stimmt, ja. Du wolltest eigentlich Hering. Nee, Matthias. Ausfrauenart, ja. Ausfrauenart abbilden. Und, das da haben wir so lange an diesem Foto, haben eine Stunde getüftelt. Haben eine Stunde rumgetüffelt und haben das aber tatsächlich nicht so hingekriegt, dass wir alle gesagt haben, Haken dran. Wir haben gesagt, pass auf, Jungs, wir machen das so. Wir zeigen einfach, dass wir es nicht geschafft haben. Dabei bist ne? du Matthias Weltmeister, ne? Für deinen ja, vor der Sendung hat mich gefragt. Ist mir auch eingefallen. Für Deutschland ja. angetreten. Damals. Matthias auch Hausfrauenart, aber noch so ein bisschen mit Teriyaki-Soße dazu. Da habe ich damals, das war aber schon vor Fernsehen, bin ich angetreten und 2001, 2002 ja. habe ich an der nationalen Meisterschaft teilgenommen mit einem Rezept. Das wurde genommen und dann bin ich glaub, nach Dänemark. Ich glaube, in Dänemark war nachher das Finale. Guck mal, hättest du deine Goldmedaille abheben können. Ja. Aber, gut. Aber du bist ja nicht nur Koch, du bist auch Gastronom, hast ja mittlerweile ein Restaurant Imperium, kann man sagen. Und deshalb Darth Vader der Köche. Du dich, denke ich mal, ganz doll mit dem einen großen Gastro-Thema, nämlich Mehrwertsteuer. Yes. In der Pandemie wurde die ja reduziert auf 7%. Jetzt ab 1. Januar gelten wieder die 19% und alle sind natürlich besorgt und ja. auch am Aufschreien, weil sie sagen, das geht nicht. Das wird bedeuten, dass ganz viele Restaurants schließen müssen. Und Christian Papesch hat bei einem Familienbetrieb in Schleswig-Holstein nachgefragt, wie schlimm es wirklich ist. Donnerstag, kurz vor 22:30 in der Küche des Haselauer Landhauses. Obwohl die ersten Mittagessen erst in einer guten Stunde über den Tresen gehen, beginnt für Küchenchef Jan-Hermann Lienau und sein Team jetzt die heiße Phase. Wird langsam eng. Denn heute steht ein seltenes Traditionsgericht auf der Tageskarte, Mehlbüttel. Das ist sehr norddeutsch, weil das wird mit Süß und Herben zusammengegessen. Da gibt es eine Kirschsoße zu, eine Backobstsoße, eine Senfsoße und dann kommt da Rauchfleisch zu, Kassler, eine Kohlwurst und Speck. Simpel, aber arbeitsintensiv. Der Preis derzeit 24,50 Euro. Mit erhöhter Mehrwertsteuer ab Januar dann mindestens 3 Euro mehr. Wir müssen Preiserhöhungen machen, das steht ganz klar, damit wir den Betrieb weiter am Laufen erhalten. Meckern, traurig sein, schimpfen, hilft alles nichts. Wir müssen machen. Doch im Hintergrund brodelt die Angst vor Umsatzeinbußen. Auch weil sich der Gastronom nicht nur seinen Gästen verpflichtet fühlt, sondern auch seinen Mitarbeitern und Lieferanten. Moin. Haben wir Fleisch? Jo, gleich ins Kühlraum. Jo, geh los. Wenn mir die Kunden wegbleiben, dann wird es bei Ihnen weniger? Stirbt der eine, stirbt der andere. Das geht es dem einen schlecht, geht es dem anderen automatisch auch mit schlecht. Wir kaufen unser Vieh bei den regionalen Bauern. Wir beschäftigen regionale Handwerker, regionale Firmen. Das heißt, der Wirtschaftskreislauf bleibt alles in der Region. Wenn unsere Gastronomie wegstirbt, können wir quasi hier nicht mehr beliefern. Seit mehr als 50 Jahren bezieht das Haselauer Landhaus Wurst und Fleisch von Familie Fülscher. Alles dabei? Jo. Das Restaurant selbst ist seit 10 Generationen im Familienbesitz und die 11. lernt gerade in der Küche. Die Zukunft ist jetzt teilweise ungewiss. Man weiß nicht genau, wie man das in Zukunft noch weitermachen kann, wie lange das noch so gut funktioniert. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man sich da durchaus Gedanken drüber macht, klar. Gedanken, die die Familie teilt. Sohn, Schwester, Schwager, sie alle ernährt das eigene Restaurant. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Leben in der Gastronomie. Christoph Dettling ist Mitinhaber, Manager und Vorsitzender des DEHOGA-Kreisverbands in Pinneberg. Er sieht den Steuersatz von derzeit noch 7% nicht als Rabatt, sondern als europäischen Standard. Wenn die Menschen Urlaub machen in Spanien, Frankreich, Portugal, Griechenland, Zypern, dann haben sie einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Wenn sie zu uns an die Ostsee oder Nordsee im kommenden Jahr fahren, bezahlen sie den vollen Steuersatz. Das ist keine Steuergerechtigkeit, weder innerhalb Deutschlands noch europaweit. Familie Zimmermann kommt seit über 20 Jahren ins Haselauer Landhaus. Heute extra wegen der Mehlbüttel. Und dann werde ich mir auch eine Wurst nehmen. Für mich ist das Essen gehen auch eine soziale Komponente. Und das sollte sich schon jeder für jeden erschwinglich bleiben. Die ganze Gesellschaftsform neigt auch schon dazu, dass wir vereinsamen. Und wenn dann noch in den alten traditionellen Dorfgemeinschaften dann auch diese Möglichkeit nicht mehr gegeben ist, dann ist es schon ganz schön traurig. Höhere Kosten, höhere Preise und jetzt auch noch höhere Steuern. Christoph Dettling sieht die Branche in höchster Gefahr.
Es haben insgesamt 36.000 Betriebe geschlossen. Jeder siebte Betrieb in Deutschland hat zugemacht und das trotz den 7%, die bisher galten. Und wenn die 19% wieder kommen, dann sehe ich da große Probleme für viele Betriebe, dass sie wirtschaftlich nicht überleben können. Nach mehr als 100 Jahren Gastronomie ist Aufgeben für die Linaus jedoch keine Option. Selbst dann nicht, wenn die Politik sie und ihre Branche im Regen stehen lässt. Also, die Mehrwertsteuer geht wieder hoch von 7% auf 19%. Es sind 12% weniger Marge. Restaurantsterben, fürchtest du das auch? Ja, es wird auf jeden Fall was passieren, weil natürlich sich die Umstände, es ist ja in dem Sinne keine Erhöhung, es ist ja wieder zurück zum Alten. Aber in den letzten Jahren hat sich ja was verändert. Du hast andere Lohnkosten, Mieten durch Indexmieten haben sich verändert. Also man kann das mal ganz rudimentär heruntergebrochen. 100% oder so ein Restaurant macht 100.000 Euro Umsatz. Wareneinsatz versuchst du hinzukriegen um die 25%. Mhm. So, erste Rutsche. Dann hast du früher Personal, hast du geschafft, ich sag mal jetzt so 32-35% vom Umsatz. Heute brauchst du locker 40, wenn nicht sogar 45, um das einfach zu stemmen. Und dann hast du schon mal, kannst du sagen, 25, wenn du einen guten Wareneinsatz von 45, bist du schon mal bei 70%. Dann hast du noch die Miete. Auch wenn du gut bist, 10% vom Umsatz ungefähr, meistens aber 15 mittlerweile, bis bei 85. So, und von den letzten 15% musst du deinen Laden instand halten, musst Werbung machen, musst dies machen, musst das machen und musst auch noch Geld verdienen. Also es ist schon, die Grundsituation hat sich schon verändert. Und ich finde auch, ich meine, es wurde ja gesagt, eigentlich wurde ja gesagt, dass es nicht mehr zurückgenommen wird. Aber der Kanzler hat ja, was das angeht, manchmal so seine Gedächtnislücken. Und muss man wirklich, ist ja einfach so, hat er gesagt, wird nicht zurückgenommen. Und ich würde für viele, weil du kannst es nicht einfach 1:1 einfach auf den Preis hauen. Kannst du nicht, ne? Du legst jetzt nicht sagen, überall 3 Euro drauf und nein, sagst... Nein, du siehst ja selber. Und guck mal, zum Beispiel Preise, einfach mal ein Beispiel zu geben, weil manche von außen überdenken, oh, die Gastronomen hauen sich alle die Taschen voll. Sag mal, ein Tuna, du isst ein Tuna-Steak. Wenn ich Tuna einkaufe, bei mir im Restaurant, Thunfischstück, Filet, zahle ich für gute Qualität um die 40 Euro. Da habe ich noch nichts mitgemacht. Jetzt schneide ich den Tuna-Steak runter von, sagen wir mal, 200 Gramm. Ich rede mal gar nicht von dem Abfall, der noch im Top kommt. Alles weg. Sind schon 10 kostet Euro. Das schon mal 8 Euro. Ich habe noch nichts damit gemacht. Jetzt muss ich mir vorstellen, wenn du einen 25% Warenansatz brauchst, einen 4, Faktor 4, heißt, da kostet diese Tuna abgeschnitten schon mal 32 Euro, so wie er da liegt, damit ich klarkomme am Ende mit meiner Miete, mit meinem Personal und so. Und wenn du dann sagst, okay, ich hau noch mal 12% Marge weg, dann wird es richtig eng für einige. Das ist leider so. Aber du mit deinen ganzen Restaurants, wie viel hast du eigentlich mittlerweile? All in sind es knapp 20. So, ich muss kurz 20. Ja, mach mal deinen Schnitzel rein. Also ja, hier, ne? Ist jetzt heiß genug? Ah, genau. Ganz einfacher wichtig, Test. Ja? Angucken. Wenn es brutzelt, ist es heiß genug. Okay. Das Schnitzel will ich auch von dir weglegen. Das heißt, wenn es aus der Hand fällt, das Öl tropft dann in irgendeine Richtung. Aber ganz schön viel Öl machst du immer so viel rein? Ja, klar. Ein Schnitzel muss ja gebacken werden. Also es ist wie frittiert so ein bisschen. Genau. Ein Schnitzel muss wie gebacken. Und dann machst du ein bisschen diese Bewegung, dass das Öl sich auch oben verteilt. Und du hast voll hochgedreht. Jetzt geht es richtig ab hier. Pass auf, jetzt guckst du hier. Guck mal. Ja. Zwiebel. Speck ausgelassen, wie man so schön sagt. Bisschen Butter dazu, Petersilie. Das ganze Wasser ist weg. Sie ist nur ein bisschen Molke. Und jetzt kommen die knusprigen Kartoffeln da wieder dazu und bleiben knusprig. Aber das die Kartoffeln hast du in Öl, nicht in Butter, ne? Angebracht. Erst in Öl und zum Schluss Öl weg und dann eine Flocke Butter dazu. Während du brätst, schenke ich dir was Schönes. Eine kleine. Du schenkst mir was? Ja, ich schenke dir was. Guck mal hier. Pass mal auf, was wir für dich haben. Na? Hallo lieber Steffen, na, ich möchte dir an dieser Stelle einfach mal sagen, dass du ein wirklicher Freund bist. Wir kennen uns über 14 Jahre sehr, sehr intensiv und ich kann wirklich sagen, dass wir wirklich nicht nur Kollegen sind, sondern du bist immer für mich da und wir haben immer ein offenes Ohr und vor allen Dingen sind wir immer ehrlich zueinander. Du bist ein großartiger Typ und ohne mich hättest du es ja auch nicht geschafft, ne? Ja, Frank Rosin, genauso selbstbewusst wie du. Ja. Ja, Frank und ich verbinden auch eine ewige Freundschaft. Topfgeldjäger, ne? Topfgeldjäger zusammen gemacht. Eine geile Zeit gehabt, muss man sagen. Und jetzt wieder, wir sind gerade wieder am Plan, was zusammen zu machen. Jetzt pass auf, ganz kurz. Ja. Guck mal, siehst du das hier? Siehst super. Du das? Seht ihr das in der Kamera, Freunde? So, ja, jetzt wird gedreht. So, guck mal hier, du. Es wird gut. Ist ja wie in dem Buch, ey. Es wird gut. So, und jetzt, pass auf, jetzt habe ich gedreht. Machst du jedes immer nur eins in der Pfanne? Also machst du die einzeln? Ja, ich dachte, wir teilen uns eins. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, mit den Fingern so in die Butter rein. Ja, was soll ich sonst machen? Einen Löffel nehmen oder was? Ja, es sah archaisch aus, aber okay. So, pass auf, jetzt kommt hier Flocke rein. Und jetzt hier, guck mal. Jetzt machst du diese Bewegung, die Butter schmilzt, wird leicht braun, kriegt so ein nussiges Aroma. Guck dir das mal an. Ah, Rainer Sass kann einpacken.
Also, der wird irgendwas zu meckern haben. Morgen ruft er mich an. Aber siehst du, wie geil gewählt das ist? Ja, so, pass auf. Schon mal so ein bisschen. Und muss es dann auf ein Tuch, damit das Fett ein bisschen. Genau, das machen wir gleich. Oder? Das machen wir gleich. Ne? So, wir können auch hier. Aus. Bratkartoffeln. Mhm. Knusprig. Mhm. So. Mir läuft schon, ich glaube, das sieht man, mir läuft schon wirklich das Wasser. Guck mal, jetzt können wir noch einmal drehen, wenn wir wollen. So, ja, er kann noch einen kleinen Augenblick. Ein bisschen. Bisschen geht noch, schau mal hier. Aber schon mal vorbereiten. Machst du das auch zu Hause oder so ein Gestinke machst du nur, wenn du in Fremdküchen? Grundsätzlich nur im Fernsehstudio. zu Hause, mein Lieblingsgericht mit Schnellgemuss, gebratenes Brot mit Spiegelei tatsächlich. Echt? Also so in der Pfanne gebackenes Brot? Genau, in der Pfanne, schön in Butter. Und dann Ketchup drauf? Nee. Das mag ich ja gerne, noch oben drauf Ketchup. Probier mal. Statt Seemannsgarn, Küchengarn. Ja. Das Schnitzel ist fertig, das riecht sowas von lecker. Gut, ne? Ja, ich meine, du hast nur eins gemacht, teilen wir uns das jetzt, oder wie? Du kannst auch das Ganze haben. Genau. Ich möchte ein halbes. Ein halbes? Ja. Schneide ich dir ab. Mach mir. Guck mal. Das sieht wirklich toll aus. Hörst du schon? Danke. Ja, es hört sich gut an. Hier ist noch Zitrone. Mhm. Ne? Gut. Aber kannst und sag mal, du essen ja beim Moderieren? Ging eigentlich, ne? Du hast ja gerade ein Schnitzel gemacht. Wenn man jetzt als Familie gleich irgendwie 10 da reinhauen muss, weil die sind ja dünn, da ist ja jeder 2 wahrscheinlich im normalen Leben. Wie machst du es dann? Ja, kannst du dir mehr in die Pfanne hauen. Aber ich dachte gerade, damit wir das schön aufnehmen können, machen wir eins, haben wir Platz in der Pfanne. Du kannst ja Schnitzel rein, raus, du nutzt das gleiche Fett ja in einer Runde dann, weißt du so. Und du musst die nicht zwischendurch nochmal warm stellen oder so? Nee, ich meine, du weißt ja selber, wenn du morgens an den Kühlschrank gehst, Schnitzel schmeckt auch kalt notfalls. Ja, und jetzt probier mal, das lag jetzt schon ein bisschen, ist ja immer noch Top-Esstemperatur. Mm. Ist auch geil, an der Sendung, die, wo gesprochen wird, erstmal schön gegessen. Vor allem ist es super knusprig, drumherum die Panade. Liegt es an dem Panko? Mhm. Also keine normalen Semmelbrösel nehmen, sondern wirklich Panko. Geht natürlich auch. Panko ist dieses grobe Paniermehl, ne? Mhm. Und das ist sozusagen auch eine Empfehlung aus dem Buch, wo wir sagen, Tipps und Tricks, wo du sagst, einfach mit grobem Paniermehl hast du noch mal eine andere Struktur von der Panade. Mhm. Was sind noch so Tipps, wo du sagst, Mensch, das machen die Leute immer falsch, wollte ich immer schon mal loswerden? So, bei den Bratkartoffeln natürlich, ne? Diese Zwiebelgeschichte. Mhm. Dann auch, wenn du eine dickere Soße haben willst, mal ruhig einen kleinen Esslöffel Mehl mit rein, wie früher das Oma gemacht hat, damit das Bindung bekommt. Mhm. Das sind Sachen, genug Würzen. Gleich von Anfang an, also auch wenn du zum Beispiel auch Kartoffeln kochst für Kartoffelpüree, das Wasser muss schon richtig Power haben. Auch gut. Sehr gut, die Bratkartoffeln. Ne? Ja. Mhm. Und die sind nicht so suppschig, sondern die sind richtig knusprig drumherum. Ja, du schreibst, wenn du essen gehst, dann hast du die Bratkartoffeln, die sind so glitschig. Ja, genau. Und das kommt aber immer alles in einem, Wasser läuft raus, Kartoffeln wird wieder lappig. Mhm. Weißt du so? Mhm. Gut, sehr, sehr lecker. Ja. Sag mal, ist es so, wenn jetzt deine Omi noch leben würde, würde die sagen, weil die hat doch damals, hat die nicht in Bremen ein Restaurant gehabt, Kogge? Oder? Die hat einen Ausflugslokal gehabt, eine Kneipe und also ist so auch ein Kind der Gastronomie. Und ich bin bei ihr relativ viel groß geworden. Ja. Und die hat immer so gekocht. Also die hat auch ganz viel, diese Hühnersuppen, wo oben das Fett noch oben drauf schwamm. Königsberger, wenn sie ihre Kartoffeln gekocht hat, hat sie unter das Bett geschoben, unter die Decke, damit die warm bleiben. Ehrlich? Topf und so, ja. Und Butter, ne? Davon habe ich auch die Butteraffinität. Nur Rosenkohl, damit konnte sie dich nicht locken. Nee, weil meine Oma hat ihn halt auch so gekocht, wie Omas ihn kochen. Das ist halt, wenn du unten ins Treppenhaus reingekommen bist, hat schon gerochen, heute gibt's Rosenkohl. Mhm. Der hat seit 2 Stunden schon gebrodelt. Und ich finde diesen Geruch, Kohlgeruch ist eh schwierig. Rosenkohl ist auch so eine Sache. Also mochte ich nie. Jetzt gibt's ja eine Variante, machen die Amerikaner ganz viel. Die pulen das auseinander, die kleinen Blätter. Und dann in Öl richtig rösten. Ach. Das ist fast knusprig. Wie frittieren die einzelnen Blätter? So ein bisschen, du machst das aber in der Pfanne. Ja. Und dann kannst du ein bisschen mit Honig arbeiten, ein bisschen mit Miso-Paste, also in die asiatische Richtung, oder Teriyaki, dass du eine leichte Süße kriegst und dann schmeckt selbst Rosenkohl. Ach, das hört sich ja super an. Mhm. Du kochst auch manchmal, das finde ich auch schön, ehrenamtlich mit den Kindern. Und da gibt es ja auch diese schöne Aktion von dir. Lecker hoch 3, meinst du? Dinner for Kinders? Lecker hoch 3, ja. Dinner for Kinders. Gucken wir mal rein. Kann eh noch was essen. Wo war das? Ach, sollen wir drauf reden? Ja, ist oftmals. Ich denke jetzt, warum sagt keiner was? Ja, hab ich auch gedacht. Das war in Helsers Küche, haben wir ein Event gehabt. Mhm. Hier, Dr. Matthias Riedel, der NDR Ernährungsdoc, ist auch dabei. Da haben wir eine Veranstaltung gehabt, wo wir ein bisschen Geld eingesammelt haben. Wir haben ja eine Küche, wo wir für Kitas Essen kochen, aber wirklich gutes Essen. Achten auf Vielfalt, achten auf Regionalität, aber vor allem auf Nährstoffe. Haben so Cook-and-Chill-Verfahren, wie die das kriegen. Müssen uns am freien Markt bewegen. Cook-and-Chill. Genau, es wird frisch gekocht, relativ schnell runtertemperiert. Das alles, dass es auffunden, dass es nicht so matschig wird, dass es anständig knackig ist. Und es wird dann bei den Kindern wieder sozusagen wieder warm gemacht, aber in so speziellen Gerät, das auch richtig schmeckt. Und haben da großen Erfolg mit. Es kommt sehr gut an, leben aber auch von Spenden und so. Deswegen ist cool. Lecker hoch 3. Und du machst ja auch ganz viele, ich wusste gar nicht, dass du so viele Geschwister hast. 4, 5 Geschwister? Insgesamt 5 plus 5 sind es. Und ihr arbeitet auch zusammen, ne? In den Restaurants zum Teil. Also die haben alle gesagt, oh guck mal,
Da geht er lang, da gehen wir hinterher. Bist du der Älteste? Ich bin der Älteste. Ach so, okay. Jetzt hast du die alle hinter dir. Ja, aber ist doch toll. Das ist ja wie Familienbetrieb dann. Total. Mein Bruder, mit dem ich am meisten zu tun, der macht diese Ahoi-Gruppe, genau. Mhm. Meine anderen zwei arbeiten im Hensler. Meine Schwester arbeitet bei Schnelle Nummer, also sind alle irgendwie mit dabei. Und Papa auch noch, Werner, den wir vorhin gesehen haben? Ja, im Restaurant, genau, ja. Im Hensler, Hensler. Guck mal, Familienbetrieb. Ja. Danke, dass du uns so ein tolles Schnitzelgericht hier gezeigt Immer hast. Immer gerne. Mit Bratkartoffeln, köstlich. Und du gehst auch auf Tour nächstes Jahr, im April geht's los. Dann kann man auch dich auf der Bühne kochen sehen. Ja. Klassiker. Wir kommen vorher noch mal hierher. Morgen kommt Sebastian Fitzek. Bringt auch ein Buch mit. Krimi. Oh. Freuen wir uns sehr drauf. Thriller. Ja, wir können ihm ja noch was überlassen, da freut er sich. Ja, kannst du. Kaltschnitzel ist ja auch lecker. Tschüss, bis morgen. Freuen uns, wenn Sie dabei sind. 18:45 Uhr, hier bei das. So, jetzt kann ich noch. Ist lecker, ne? Mmh. Deshalb habe ich mich gefreut, dass du